Fjodor Schalapin war der erste Volkskünstler der UdSSR und der erste, dem dieser Status entzogen war. Seine Wohltätigkeit war daran schuldig. Auf einer Tournee in Europa gab er die Konzertgebühren an die Kinder der Emigranten. Zusammen mit dem Ehrentitel verlor Schalapin die Gelegenheit, nach Hause zurückzukehren. Der Sohn des Bauern wurde der Feind der sowjetischen Macht, aber blieb in der ganzen Welt gefragt. Er bewunderte das Publikum nicht nur mit einer einzigartigen Stimme, sondern auch mit der Fähigkeit, sich auf der Bühne zu verwandeln. Im Repertoire von Schalapin gab es mehr als 50 Opernrollen, hunderte von Romanzen und russischen Volksliedern. Er eroberte die Szenen der besten Theater der Welt. Außerdem probierte er sich erfolgreich in der Malerei und Skulptur aus. Ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod wurde ihm der Titel des Volkskünstlers zurückgegeben. Auf dem Hollywood Walk of Fame hatte er einen persönlichen Stern.